So, schauen wir mal rein. Das kommt weg. Wir haben die Flammen und das Schwert. Wenn wir die Flammen drinne haben, wir können das nicht entweitern. Ne? Das war nur auf dem Warrior, glaube ich. Wir nehmen aber schon mal die Kohle mit. Angebot nehme ich immer mit. Und der Bag gibt dir ein Gold für eine Flamme. Und für jede Flamme drinne kriegen wir. Für jedes Ding drinne bekommen wir HP. I see. Wir bauen auf jeden Fall die Kohle in das Schild einmal mit. Reicht das Schwert zum Damage machen? Ja, ne? Wir schauen mal rein. Na, erste Runde mit dem Mage. Was da so läuft. Und wir kriegen halt Heat dazu, ne? Das Item schneller triggern. So, da ist die Kohle. Ach ne, wir haben eine Torch gemacht. Schweinchen. Eine Fanny Pack. Burning Torch. Schweinchen triggert sogar mit allem hier. Ein dicker Schweinetrigger. Und die Banane müssen wir leider einmal liegen lassen. Oh, noch eine Kohle. Sehr gut. Eigentlich wäre es geil. Eigentlich wäre das doch ziemlich nice, eine Schaufel zu haben, oder? Bananen lassen wir mal im Backpack. Guck mal, wie viel AP wir einfach am Anfang haben. Und wir hauen einfach mit der Fackel kaputt. Dong. So, da ist das Ding. Oh, okay. Die Fackel ist sehr gut mit mehr. Noch mehr Kohle. Die Fackel ist sehr, sehr gut mit mehr Feuer. Und je mehr Feuer wir haben, für jedes Feuer-Item drinne, kriegen wir halt diese Heat-Bonus, ne? So, das nehmen wir einmal mit. Und den Stein will ich gerne auf der Waffe haben. Ich meine, das muss auch mit rein. Können wir noch irgendwas mit Feuer bauen? Nee, ne? Oh, was ist das für ein Kollege? Dragonic Orb. Nächsten Hits sind critical. Und wir removen das runter. Nimm mir mit. Und das will ich auch haben für die Kohle. Ne, wir nehmen ihn mal mit. Leider bringen wir dann nichts. Ich würde ihn gerne jetzt schon mitnehmen. Aber. Tut weh, aber ich will ihn jetzt schon haben. Ich bin gierig. Weil den kann ich mit der Kohle kombinieren. Auch Burning Coal, okay. Irgendwie brennende Kohle kannst du mit allem machen, oder? Brennende Kohle geht mit allem irgendwie. So. Also Heat kriegen wir ja sehr, sehr schnell rein. Ne? Also Heat ist ja super geil. Oh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Zack. Und das kommt damit rein, damit es noch einen. Das Backpack ist jetzt voll mit Feuer. Also mehr Feuer geht gar nicht da drin. Noch ein Feuer. Ich nehme mal sehr viel Feuer mit. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen Feuer. Wir spielen den Pyromancer. Ne? Es gab doch den hier. Mit Chilischoten drin. Ich nehme den Gubat mal mit. Mal sehen. Ich habe ja sehr viel Platz gerade. Ne? Und wir haben so viel AP einfach. Und das Heat stackt auch sehr schnell hoch. Ne? Chilischote. Gain one and heal. Gubat. Da brauchen wir aber zwei Chilischoten, oder? Es waren zumindest zwei drin. Wir brauchen wir nicht. Cool. Chili Gubat. Gib ihm. Das Schweinchen lassen wir drinnen. Obwohl. Mehr Feuer. Wir nehmen mit mehr Feuer. Wir haben halt einfach 115 AP am Anfang. Und meine Fackel ballert halt komplett. Guck mal, meine Fackel. Das Ding ist mit der Fackel halt.
Das Ding ist mit der Fackel. Die kann halt unendlich Damage stacken, ne? Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Fackel. Die Chili Pepper würde ich auch mitnehmen. Warte, womit kann die triggern? Mit anderen Food Items. Eine Feuerrüstung. Feuer Armor. Wir packen es mit ein. Aber die kann doch nicht in der Tasche sein. Die muss so rüber. Also gerade ballert meine Fackel rein. Ist das eine Feuerpeitsche? Wartet mal. Feuerpeitsche. Aber wir haben halt keine Spikes, ne? Ah, okay, den Bug, den ich hatte, der wurde gefixt. Burning Sword. Burning Blade. Staff of Fire. Tatsächlich würde ich gerne diese Fackel bauen, aber wir haben keine Spikes, ne? Wir machen mal einen Start. Ich bleib mal bei der Fackel. Bei der Torch. Und wenn ich noch ein Schwert finden würde. Weil die stackt halt unlimited hoch, ne? Ich meine, gerade machen wir kein nicht viel Damage damit, aber. Gerade geht es noch. Was bist du denn? Oh mein Gott. Willensword. Hä? Melee Weapons, die minus 2 Damage? Wir brauchen halt mehr Schwerter daneben. Ich würde so gerne bauen, aber wir haben keine Waffen dafür. Wir brauchen unendlich viele Waffen da. Es lohnt leider nicht, weil wir brauchen mehr Waffen dafür. Da würde ich eher den Phönix nehmen, ne? Feueratem sind Holy Gain, da bla bla, Holy Atem Use. Oh, Heilung mit dazu. Ich würde es gerne nehmen, aber es passt nicht. Und den muss ich eigentlich verschieben, ne? Der Kollege. So. Also. Das Ding ist, weiß jemand, wie das funktioniert? Wenn ich den hier reinmache, zählt er als ein Item oder zählt er als fünf Items? Wisst ihr, wie ich meine? In dem Bag? Ah doch, zählt als... Ne, ein Item. Alles klar, müssen wir den irgendwie umbauen. Also das kommt erstmal ins Zentrum rein. Wir wollen auf jeden Fall den Phönix spielen, oder? So. Zweieinhalb Sekunden Cooldown. Wir verlieren halt extrem viel AP dadurch. Machen wir den da rein? Ja. Schaut gut aus. Dann haben wir die Rüstung. Die machen wir hier hin. Die muss eigentlich da hin, ne? Das Schild kann weg. Und da nehmen wir die Tasche mit. Ich glaube, das werde ich so reinpacken. Weil damit haben wir genug Feuer-Items. Wir machen den dahin. Und das Ding muss mit Feuer zugesät werden. Meine Problematik ist jetzt hierbei, weil der Goober soll ja auch noch getriggert werden durch die... Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir den Goober triggern. Mit der Fackel. Ich denke, es ist wichtiger. Weil so kann der Goober noch getriggert werden. Wir haben Heilung dazu. Und wir haben den dabei. Und damit werden wir wieder schön hochgestackt. Und dieses Ding hier... gibt uns Heilung. Also eigentlich sieht es gut aus, oder? Und ich nehme den auch mal mit, wegen der Heilung da drauf. Ich finde es so in Ordnung. Wir lassen es mal so.
Und der Phönix macht guten Damage. Holy moly. Oh. So. Jetzt müssen wir gucken. Dragon Attacks. Heal for 5. Ist das ein Dragon? Firebender. Mana habe ich nicht. Ah, ich habe kein Mana. Use one Mana to gain Dings. Aber... Und wir usen ja sehr, sehr viel... Wir benutzen ja unsere ganzen Heat, die wir bekommen. Das decken wir nicht hoch. Und wir haben kein Mana. Oder? Wir müssen ja 80 Heat reachen, ohne dass wir es verbrauchen, oder? Crusader? Ich glaube, ich nehme das hier mit. Ich glaube, den Eschbringer wäre auch eine Idee. Ja. Weil wir doppelt Reincarnation hätten. Jedes Fire Item und Inflicted. Wir haben halt keine Dark Items. Ich wäre ehrlich ein Freund hiervon, weil wir haben keine Dark Items aktuell. Ich nehme mal den Heini mit. Oh, ich habe auch keine Frost-Items. Na, dann bin ich ein Dödel. Dann sind wir ein Super-Dödel. So ist das Leben, ne? Was ist denn bitte ein Frost-Item? Noch ein Phönix. Aber es ist nicht so wild. Glaube ich. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Wir machen es mal einfach rein und gucken, was passiert, würde ich sagen. Wir machen es erstmal rein. Und gucken, was passiert, weil wir kriegen ja trotzdem den Eiseffekt auf den Gegner drauf. Ist ja trotzdem oben drauf. Aber wie baue ich denn diese Frostdinger? Was sind das für Rezepte damit? Werden wir sehen. Guck mal, wir kriegen ja trotzdem den Holy. Den Effekt mit dabei. Warum ist der gerade geone-shottet worden? Was haben wir mit dem angestellt, Leute? Ich habe so wenig Platz, ne? Warum ist der geone-shottet worden? Also wir haben auf jeden Fall für jeden Frost auf den Gegner. Wartet mal. Für jeden... Guck mal, wie viele Stacks ich habe. 20. 4 Frost. Da ist Frost-Item. Ice Dragon. Ich habe keinen Platz mehr. Und ich bekomme keine Taschen mehr. Kein Platz. Kann ich nicht die Flammen rausnehmen? Brauche ich jede Flamme? Nee, ne? Ich glaube, ich muss einfach ein paar Flammen wegpacken. Ich meine, die können hier rein, ne? Aber in die Tasche sollten die schon mit rein. Weil so macht es keinen Sinn, weil...
Wir wollen ja, dass in der Bag hier Feuer-Items drin sind. Ne? Weil da müssen schon die Flammen-Items rein. Leute, wir brauchen so dringend neue Taschen. So, so dringend. Wir machen den mal so hin. Dann machen wir den Kollegen so hin. Zack. Dann können wir hier den Gubat hinpacken. Der passt hier. Ja, es ist nicht perfekt, aber... Wir machen es erstmal so. Ist nicht ideal, weil der nicht so viel Stack kriegst. Ne? Wir machen es erstmal so. Und dann hoffen wir, dass neue Taschen kommen. Und die Flammen behalte ich erstmal. Oh, der hat so ein Kartendeck gebaut. Aber guck mal meine Rüstung bitte an. Ich verliere nicht ein bisschen AP. Ein Artefakt-Stone. Der ist insane für mich. Wenn ich den hier hinpacke, dann bufft er die beiden durch, ne? Der inflictet 3 Eis. Jeder Drache von denen. Oh, perfekt. Genau das habe ich gebraucht. Jetzt können wir die erstmal wieder voll machen hier. Wir brauchen halt noch mehr von denen, ne? Aber jetzt ist die schon mal wieder draußen und da haben wir mehr Stacks drin. Die machen wir mal hier mit rein. Ich brauche so dringend Taschen, Leute. So dringend. Aber ich sehe mich so nicht verlieren. Guck mal meinen Schaden an. Und meine Rüstung. Ich sehe mich nicht verlieren gerade. I don't know. Ich meine, war go wieder. Ich finde... Ich bin gerade komplett broken. Gute Nacht. Da wird ein Speedrun jetzt. So. Dann checken wir dahin. Die Chili ist kein Feuer-Item. Die kann auch weg, glaube ich. Ne? Die Chili ist ganz schön wasted gerade. Gib ihm. Also... Mal gucken, ob der mich besiegt. Hä? Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich mache mal weiter. Wenn uns jemand besiegt, dann der. Wenn, dann der. Ja. Der hat uns besiegt. Bis dahin waren wir durchgehend ohne Probleme. Holy moly. Okay, was ist das hier? Mana. Wir haben halt kein Mana, ne? Das ist Problematik. Aber ich habe gar kein Mana weg. Molten Dagger nehmen wir mit. Ich habe halt unendlich Gold gefahren. Ne?
so richtig viel Gold gefarmt. Da ist eine Krone. Oh, Frostbite. Müsste halt dahin, ne? Und das Ding an. Leute, ich sehe keinen Grund, irgendwas noch zu ändern. Wir haben das Ding gewonnen. Ist einfach so. Wir haben das Ding gewonnen. Und die Klasse ist ja... Also wenn wir verlieren, dann nur noch gegen einen anderen, was wir sind, glaube ich. Der nimmt so ein jegliches Stamina weg, aber das ist komplett egal. Der hat 43 Eis drauf. Also wenn wir gewinnen, dann verlieren dann nur dagegen. Was anderes sehe ich nicht. Anders sehe ich uns nicht verlieren. Oh. Gegen den vielleicht. Und wir hätten, das Ding ist, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir hätten aber noch einen Retz gehabt. Und der ist noch nicht getriggert. Ich will nicht immer optimieren. Nee. Wenn ich das hier sehe, was willst du da noch optimieren? Was willst du da noch optimieren? Da gibt es nichts. GG. Nimm alles mit, die Trophäen. Zack. Holy moly, die Klasse.